herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. So. Letztes Mal. Ja, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir sind hier ein bisschen weiter vorgedrungen. Genau, die letzte Mauer wird dann Antiochia einnehmen. Die da. Genau, da haben wir ein bisschen Ramazama gemacht. Die brauchen jetzt. Ja, vier Runden, das ist schon ein bisschen happig. Aber ist in Ordnung. So, die Sophia, die kommt mal jetzt nach Hause, würde ich sagen. So. Die ist ja einmal komplett rundherum gegangen. Was auch ein sehr heftig ist. Gut. Ja, Rom ist Richtung Norden ausgebrochen, ein bisschen in den Süden noch. Numidien. Die sind auch nicht klein. Wow, okay, Numidien ist richtig groß. Numidien ist noch da, okay. Rebellen. Okay, Ägypten ist echt winzig. Und hier unten ist wahrscheinlich Kusch oder nee, Nabatea nicht, weil sonst würde ich die ja sehen. Saba ist noch hier. Saba ist hier komplett. Alter. Die Pater. Haben hier den ganzen Osten eingenommen. Junge. Das wird toll. Das wird lustig. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mit Sparta eben hier oben rumgehen und Pater von der Seite und von vorne angreifen. Weil hier hinten werden die nicht sehr viele Armeen haben, würde ich mal schätzen. Ja, genau, die da mache ich auch demnächst platt, Salamis. Habe ich hier irgendwo eine Flotte? Ne, meine Flotte ist, glaube ich, nach hier getuckert. Ja, dann tuckern die mal wieder zurück. Schnell zurück. So. Der Syrakus ist gerade egal. Okay, dann warten wir mal. So. Das ist Paterei. Oh, echt jetzt? Dass das Paterreich so riesig ist, ist ziemlich interessant. Wieso sollten wir bezahlen, damit wir dich nicht angreifen dürfen? So. Da ist noch die Frage, wann er uns angreift, beziehungsweise ob er uns angreift. Momentan sieht es ja nicht so aus. Kulturelle Unterschiede sind für jeden eine Herausforderung, der fremde Länder kontrolliert. Ja, Unterwerfung, ne? Also Sparta-like. Mission erfolgreich. Ziel erteilt. Okay. Dann werde ich mal mit der königlichen Garde. Stimmt, die haben wir ja letztes Mal so benannt. Hier annehmen. Und dann. Ah, das kann ich ja alles so übernehmen. Den da werde ich relativ bald wegtun, sobald ich also hier die Hafenstadt ist halt immer problematisch und so eine Hoplitenkaserne seht ihr ja links gibt noch mal bessere Garnison her und das ist sehr wichtig. Very importante. So, hier rein. Du
Genau, das war der. Das war der. Bestechungsversuch. Okay, er hat einiges da. Aber das können wir spielen. Das schaffen wir. So, er hat einige Kavallerieeinheiten, aber im Dorf sind die nie wirklich gut. Aufstellung starten. Ja. Schade, dass die irgendwie immer gleich aussehen. Aber naja. Gut, das heißt, ihr wisst schon, wie ich hier mich aufstellen werde. Also. Ja, kommt die hin. Der General kommt dahin zusammen mit drei Hopliten, zwei Hopliten. Komm dahin. Oder nee. Ich mach's mal anders. Also. Hopliten, das sind Pikiniere übrigens. Hopliten, komm hier rein, weil da sind die Fernkämpfer meistens. Das heißt, hier die zwei, hier die drei, andersrum. Und dann los geht's. So, ich habe die ein bisschen dämlich aufgestellt, aber das war ja abzusehen. Gut. Ihr stellt euch mal hier hin. Ihr stellt euch dahin. Ihr kommt dahin. Ihr kommt dahin. Erstmal dahin. Ihr kommt dahin. So. Super. Upsi, Entschuldigung. So, ein bisschen weiter vor, könnt ihr schon. Ihr könnt Hopliten machen, ihr könnt Hopliten machen. So, ihr könnt Hopliten machen. Ihr könnt Pikiniere verlangen. Oh Mann, meine Nase juckt. Hotschi! Gut. Hat funktioniert. Pikeninfanterie zu euren Diensten. So. Was war das? Söldner, Herr Banner. So, okay. Ihr geht jetzt mal dahin. Runter, 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 runter mit den runter. Danke. General! Ja, Kommandant! So, die müssen auch weiter vor. Und mal die. Unser General wird angegriffen! Fankämpfer angreifen. Ihr kommt da rein jetzt. Und macht mal ein bisschen Sandwich. Zum Einsatz!
Einsatz! An die Waffen! Die Pioniere erwarten eure Befehle! Okay, ihr seid dumm. Aber das wissen wir ja schon. Wie ihr befehlt! Spartanische Linien! Geschosse bereit zum Einsatz! Ihr macht gar nichts, das ist natürlich immer super. Mob ist auch lustig. Okay, hier kommen Speerkämpfer. Was nicht ganz so lustig ist. Schneller Reiter zu eurem Dienst. Die drei müssen wir jetzt mal weg. Zerstückelt sie! Ihr Kavallerie vorrücken! Fatalische Piken! Verstanden, rein zum Einsatz. So, ein bisschen Dampf machen. Ja, Banner-Pikiniere, bitte unter Feuer legen. Die Männer wanken. Wow, wie können sie es wagen? Nahkampfkavallerie! Das ist halt jetzt das Problem. Dass die eingeschlossen sind. So. Vater! Zu euren Diensten! Befehle verstanden! Vater! Durchbrecht die Linien! Zu Befehl! So, Schwerkämpfer, warten zum Einsatz! Die auch mal hin. Doppelte Geschwindigkeit! Schnelles Verschwinden! Schnell vorrücken! Vater! Zu Befehl! Verstanden! Spartanische Piken! Spartanische Piken! Ich erwarte eure Befehle! Sparta! Ausrücken! Okay, das passt auch. Piken-Infanterie bereit! Spartaner! Das passt auch. Aber diese Pikenieren, ne? Sparta! Ja, Kommandant! Okay, die müssen mal ein bisschen zurück jetzt. Und jetzt ist hier Feuerfrei für die Kavallerie von denen. Verblieben! Eure Befehle! Erwartet eure Befehle! Steinschleuderer! Spartanische Piken! Ja, Kavallerie! Eure Befehle! Doppelte Geschwindigkeit! Spartanische Piken! Doppelte Geschwindigkeit! Schneller Reiter zu eurem Dienst. Danke. Zu Befehl. Befehle verstanden. Gut. Steinschleuderer. Die rücken nach, die rücken nach, die rücken nach. Nach hier. Ja, passt alles. Eure Befehle. Spartaner. Passt soweit alles. Sparta! Ist halt, ja, wie schon öfters gesagt, ist halt der, das Krasse bei den Pikinieren, dass sie halt wirklich, ja, sehr krass im Häuserkampf sind. Sehr krass im Häuserkampf. Hier noch ab. Aha. Zu euren Diensten. Die kassieren mich jetzt ein, oder was? Schneidet sie in Stücke! Das
Rücken. Hier schön in meine Phalanx rein. Der ist jetzt auch sehr... Die sind alle ziemlich aufgerieben worden. Das ist ein bisschen jetzt. Ein bisschen kacke. General, Befehl verstanden! Speere bereit! Spartanische Piken! Schnell! Sparta! Speerinfanterie zu eurem Dienst! Können die da vorbei? Nee. Durchbrecht die Linien! Na gut, dann stellen wir uns vor. Spartanische Piken! Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Und die feuern da rein. Zieht euch zurück! Wir erwarten eure Befehle. Spartanische Piken! Durchbrecht die Linien! Da hier rein, da rein. So, die Pferde vielleicht raus, aber die... Ja, lieber die raus und die Pferde drin lassen. Piken-Infanterie bereit! Spartanische! Eine gesamte Einheit ist umgekommen! Eine Kavallerie-Einheit. An die Waffen! Positionen an! Superfähig! Durchbrechen die Linie! Befehl verstanden! Verdammt! Zerstück angreifen! Nee, jetzt nicht mehr angreifen. So, fortfahren, bisschen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, der kommt dann wieder. So, bisschen Erfahrung noch sammeln. Uiuiui. Ja, hier oben mache ich immer denselben Fehler. Stelle hier zu wenige hin. Ja. Das mit der Kavallerie war auch blöd, dass die dann gefangen war. War nicht ganz so erfolgreich. So, aber nur eine Kavallerie habe ich verloren. Also die wirklich komplett aufgerieben wurde. Das ist eine Kavallerie. Kavallerie. Ich könnte auch die da auflösen. Und hier das pushen. Dann habe ich bessere Einheiten. So. Dann du. Du könntest eigentlich jetzt auch schon... du hast zwei Einheiten verloren. Wo denn das? Diese Bürgerkavallerie, ich will bessere Kavallerie. Ja, aber Kavallerie brauche ich schon auch. So, was mache ich hier? Zoll. Forschungsrate mache ich. Forschungsrate ist immer gut. Das brauche ich nicht. Das hier hochpushen. Du brauchst noch eine Runde, ja. Gut. Du hast gerade das gemacht. Ich
Genau, du kannst weiter tuckern. Du kannst weiter scouten. Okay. Gut, dann Strategie. Dann. Dann haben wir es sogar. Gut. Dann nächste Runde. Dann schauen wir uns ja noch an, was nächste Runde passiert. Und dann. Ja, warst du schon wieder. Bist du dumm? Schon, oder? Das bringt doch gar nichts. Okay, den hat er auch ein bisschen genappt. 4000? Nee, geh doch weiter runter. Wenn ihr wirklich euren Göttern dient, denkt sorgsam und mit klarem Kopf über meine Worte nach. Die wollen ein Klientel mit mir haben. Armenien. Gegen Chimera sind die. Und gegen mich. Ah, dass sie gleich ein Klientel machen wollen, das ist natürlich interessant. Das könnte ich natürlich machen, weil einerseits das sehr realistisch ist, weil Sparta hat ja sehr viele Klientele gehabt, beziehungsweise Bündnispartner, die nicht so viel Rechte hatten wie sie. Wie Sparta. Also eigentlich Klientel waren das alles. Die Frage ist, ob ich es hier im Let's Play mache, beziehungsweise in Total War, weil wenn die mein Klientel sind, dann werden die immer so krass groß und am Schluss nerven die eigentlich nur. Ja, aber dann kann der hier in den Norden gehen. Die Pater werde ich dann... Ja, an sich kann er ja den Osten nehmen und ich nehme alles andere. Ja. Na gut. Na schön. Na schön. Dieser sinnlose Krieg könnte heute schon enden, wenn ihr die Umstände anerkennt und nicht weiter wunschdenkt. Naja. Also das mit den Klientel hätte ich so oder so nicht gemacht. Also ich wollte nur schauen, ob die... Ach, das haben die einfach wieder eingenommen. Ja. Wir fordern nur eine geringe Summe. Nö. Gut, Siedlung wird belagert, Militärsabotage... Hat aber nichts vernichtet. Okay. So, dann schauen wir mal kurz in den Süden. Natürlich komme ich da gerade nicht hin, aber das war sehr unklug von ihm. Klar, er hat jetzt die Stadt wieder zurückerobert, aber jetzt ist er in der Falle. Die Siedlung wird belagert. Kommandant. In den Kampf. Jetzt ist er halt sehr krass in der Falle. Gut, das mache ich.
Achso, ja. Das hätte ich jetzt noch nicht machen sollen, aber gut. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Die Schlacht werden wir dann das nächste Mal machen. Bis dann, bye bye.